Einen wunderschönen guten Morgen, also auf jeden Fall morgen für uns, einen schönen Nachmittag für euch. Es ist Day 2 in Südfrankreich. Hier stehen noch schön die Aston's, GT8, DBS. Aber ich springe jetzt in Frank the Tank, denn ich fahre zur Boulangerie, also zum Bäcker. So Standardroutine, ne? Wenn man hier ist, muss man auch was Leckeres zum Frühstück haben. Deswegen werden wir das jetzt kurz erledigen. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit, dass ihr so ein bisschen sehen könnt. Und jetzt gibt es natürlich dafür auch einmal kurz noch einen Kaltstart von Frankie the Tanky. Also, geil. Das klingt gut. Also, let's go to the bakery. Ah, oui, oui, Boulangerie. Yummy, yummy. Ja, also, wie man sehen kann, ich bin an der Boulangerie angekommen. Spring jetzt schnell raus. Hol ein bisschen Baguettes und dann geht's wieder nach Hause. Ah, hier unten Baguettes und Croissant. Das ist schon ziemlich geil hier. Was ich noch mal kurz sagen wollte, weil viele, viele Leute werden fragen, kannst du Französisch? Also es ist so, ich kann ein bisschen Französisch, aber echt nicht viel. Ich bin aber oft überrascht davon, wie viel ich verstehe. Sprechen ist nur nicht so meine Sache. Ewigkeit noch in der Schule gehabt. Nur ich glaube, wir alle wissen es, wie es ist, Französisch in der Schule zu haben. Hat man nicht so wirklich Bock drauf, deswegen ist mein Französisch auch echt nicht das Beste. Aber jetzt geht's erstmal zurück. Und dann sollten wir auch gleich losfahren. Schaut euch einfach mal diese beiden geilen Ärsche an, wenn man hier reinfährt. Ullala. Jetzt haben wir auch Patrick da. Wie geht's dir heute? Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's dir? Gut, das freut mich sehr. Die Sonne scheint. Ja, schön. Ja, wirklich schön. Also, wir fahren jetzt los zu einer Straße, die wir damals mit Lamborghini gefahren sind, mit Lamborghini Can. War wirklich sehr, sehr cool. Und dann geht's auch zum Nicky Beach, nehmen wir euch auch mit. Ah. Aber jetzt erstmal schnell einen Kaltstart vom Aston Martin DBS. Und dann wird es heute, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich geil. Okay, kannst anmachen, PPOB. Okay. Starten heißt es. Starten. Schön. Schöner Sound. Deswegen würde ich sagen, dass wir mal schnell in die Autos springen, losfahren, ein bisschen Spaß haben. Wir sind jetzt hier an der ersten Location. Wir sehen schon den majestätischen Patrick, der gerade an der Fototasche rumspielt und die GoPros ready macht. Denn jetzt gleich gibt es Rolling Shots und POV-Footage. Und hier ist mal wieder PPOV, Behind the Scenes. Guck mal hier. Ja, wir haben Vlog. Hier seht ihr die beiden Experten am Foto. Ich kann ihn leider nicht zeigen. Ich kann seine Schuhe und so zeigen. Leute schreiben manchmal, du hast coole Schuhe an. Danke. Die sind so schön weiß. Wollen wir die mal ein bisschen dreckig machen? Kannst du das mal lassen? Weil wir haben Matching-Schuhe. Wir sind Patrick, Matching, was machst halt du da? Hier so, zack, und zack. Oh, und Patrick hat das T-Shirt auch an. Wir sehen hier aus wie so eine Sekte. Ja, genau. Aber schaut euch mal den Metallic Flake an. Beim GT8 hier. Ah, ich denke mal. Ich melde mich später nochmal. Das solltest du mal lieber tun. Wir vloggen weiter. Tschüss. Also PPOV ist jetzt sehr ruhig, wie wir gemerkt haben. Hier steht natürlich der DBS. Was wirklich cool ist beim DBS, ist auch, wie der Airflow von dem Auto funktioniert. Weil logischerweise wird vorne Luft reingechannelt hier. Dann geht das hier durch. Und die Luft, die hier durchgeht, kommt beim DBS hier unter dem kleinen Ducktail-Spoiler raus. Was hörst du dir für Sachen an? Das ist ja Ali fast ein bisschen Ala, ne? Was ist Ala? Ala-System. Ach so, wie bei Lambo Ala. Ja. Ach so. Ja, theoretisch so ein bisschen. Ja, also jetzt mal wenn man ganz kreativ ist, ist das so, ja. Also erstmal gibt es jetzt ein Schlückchen Wasser. Oh ja, das brauche ich auch gleich nochmal. Das brauche ich auch gleich. Kannst du mir mal die Flasche rübergeben, bitte? Mm,
Hallo. In Zeiten von Corona, hallo, weißt du, ist meins. Hallo. Und ich habe Durst, ist warm. Zack, zack. Einmal öffnen und her damit. Spaß hier. Danke. Natürlich. Mann. Na? Waren auch ein paar Croissant-Reste dabei. Ja, eben, das ist das Problem. Jetzt habe ich U-Boote im Wasser. Aber gut, das war die erste richtige Fahrt, würde ich sagen, mit den Autos, für was die gebaut sind. Der DBS vielleicht weniger, denn das ist wirklich ein perfektes Roadtrip-Autobahn-Auto. Ja, weiß ich gar nicht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht. Okay. Also der liegt extrem gut. Die Straßenlage ist wirklich extrem gut. Findest du das Gefühl geiler? Weil Competitor dazu ist ja 8 Zoll Superfast. Ja. Und Ferrari sind ja immer sehr twitchy. Ja. Was sagst du im Vergleich? Klar, noch nicht eingefahren, du kannst nicht die volle Leistung nutzen. Nee, das kann ich nicht, aber ich spüre ja trotzdem das Fahrwerk. Und da muss ich sagen, fahre ich lieber den DBS als den 812. Ja, Hut ab an Aston Martin. Muss man echt also sagen. Das ist wirklich sehr, sehr positiv. Ich habe bisher, bis auf die Tatsache, dass die Bordelektronik aus dem Jahr 1985 stammt. Ja, hier 18. Und Navi und so, ja, genau. Muss man einfach sagen, der Motor ist mega. Das Ding hat eine Leistung, der geht nach vorne. Wenn du mal leicht aufs Gas tippst, und wie du schon sagst, wir haben ja noch nicht richtig eingefahren. Ist unglaublich. Aber immerhin noch nett gegrüßt, ne? Kurz vorm Sturz. Einhändig und noch beim Fahrer hinten und noch gewunken. Also aber ich habe bei sowas immer so, davon können wir vielleicht irgendwann mal eine Geschichte erzählen, was uns da mal passiert ist mit unserem 458. Aber gut, ich bin ja GT8 gefahren. Ja. Klar, Auto ist noch nicht eingefahren, also immer so bis 4, manchmal vielleicht 4.500 Umdrehungen. Wie weit kann man ja eigentlich drehen? Bis 8? Ich glaube 7,5 oder 8. Das zeigt ja nicht an. Das zeigt ja nicht 7,5 oder 8, glaube ich. Okay, dann geht er begrenzt. Das heißt, da kommt noch so viel mehr Sound raus. Aber wir sind diese Strecke schon oft gefahren mit vielen, vielen verschiedenen Autos, die echt hochmotorisiert sind. Ja. Das Video können wir mal verlinken hier oben. Das war eins der ersten Videos, wo Patrick mit bei uns im Team war. Mit dem McLaren 27S und also Patrick, hier liegen Steine, nicht, dass du fällst. ja, stimmt, da haben wir 27, 675, glaube ich, gemacht. Ja. Und das Fahrgefühl, klar, der GT8, wie gesagt, nicht eingefangen, kann man auch nicht volle Leistung nutzen. Mhm. Aber brauchst du nicht. Das zeigt einfach wirklich wieder, dass das hundertprozentig ein Driver's Car ist. Ja gut, ich sag mal so, die Rennautos haben wir nicht umsonst. Nicht richtig, alle 1000 PS richtig, oder so, weil es kompletter Schwachsinn richtig ist. Das braucht man einfach nicht. Aber wie das Fahrwerk und mit den Cup 2 Reifen, also ist für mich vom Erlebnis das coolste Auto, was ich bis jetzt hier gefahren bin auf der Strecke. Ah, cool. Und ich freue mich wirklich, wenn man die Leistung richtig nutzen kann. Mhm. Und wenn die Straßen auch, also wir hatten jetzt relativ null Verkehr, aber noch weniger, also 0,0% Verkehr. Ja. Das wäre echt geil. Aber ich würde jetzt sagen, bevor wir hier rumstehen. Oh, guck mal, ein Kollege von dir, Fahrschule. Hey. So, sag mal, die kennen dich wohl, was? Ja, klar. Ich bin in der LKW-Szene bekannt. Ja, genau, aber ja, dass man nicht unsere Autos waren. Trucker Babes, wie gesagt. Das ist immer noch mein Ziel, falls ihr das seht, ne? Ich komme vorbei. Nee, Spaß beiseite. Bevor wir jetzt aber hier länger rumstehen und in der Sonne erstmal schwitzen und glühen, würde ich sagen, dass du beide Autos einmal kurz nimmst, dass wir schöne Soundszenen einmal bekommen können. Ja. Und ich hätte danach gerne einmal dein Feedback zum GT8 von der Straße. Können wir so machen, dann fahren wir mit dem DBS an. Ja. Und dann springe ich rüber in den GT8. Alles klar. Part 2 vom Wasser trinken ist wichtig, es ist warm. Genau, denk dran, dass ich meinen Schluck wieder bekomme. Warte. Okay, Alex steigt denn heute aus der Setting Crew aus? Ich bin die Setting Crew. Ohne mich läuft das hier gar nicht. Also, PPOV ist jetzt mit was beiden. Was fällt dir eigentlich beim Wort Crew ein? Patrick und ich, ja. Ach so, okay. Die Crew sind doch immer die Autos, dachte ich. Ach so, das hast du immer gesagt. Das hast du gesagt. Nein, niemals. Na gut. Also, PPOV ist jetzt mit beiden Autos rumgefahren. Ja. Hat ein bisschen Sound gemacht. Ja. Feedback. DBS, Straßenlage
glatte 1, sage ich nach wie vor. Ja. Soundtechnisch von außen habt ihr ja gesagt, war es nicht so überzeugend. Nee, hat sich also irgendwie so ein alter 997 Turbo S. Na gut, man muss mal, das ist 100% straßenlegal. Das ist zwar die Titanabgasanlage, die wir bestellt haben von Aston Martin. Von innen klingt das richtig gut. Ja. Ich habe so ein paar POV-Szenen vorhin gemacht. Vielleicht hört man das da ganz ordentlich. Aber natürlich kommt nichts gegen den GT8 vom Sound. Also das ist drinnen schon cool, aber das muss draußen noch viel besser gewesen sein. Aber mich würde nachher mal, wir haben unsere Lieblingsteststrecke für solche Sachen. Also abgesperrte Teststrecke. Abgesperrte Teststrecke in Ramatuell. In Ramatuell. Und die werden wir nachher einfach nochmal anfahren. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir uns langsam mal auf den Weg zum Nicky Beach nach Saint-Tropez. Weil ist ja fast wie Robert Geis, ne? Ja. Ist Mittag, du musst essen. Genau, genau. Es wird Zeit, ich habe Hunger. Ja. Wir haben einen schönen Tisch reserviert im Nicky Beach und... Ja. Gehen wir jetzt alle dann zusammen essen. Genau, wir nehmen euch einfach mal mit. Also könnt ihr nachher gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne gegessen hättet. Wir zeigen natürlich das Menü. Ja. Und dann laden wir euch alle mal ein zum Nicky. Ja, vielleicht können wir auch einen kleinen Schwenk machen. Man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wen man da filmt und so weiter und so fort. Richtig. Aber irgendwas werden wir da schon auf die Reihe bekommen. Hundertprozentig. Also fahren wir jetzt ganz entspannt dahin und wir sehen uns dann in Saint-Tropez. Okay, bis dann. Wir sind jetzt fast in Saint-Tropez und müssen natürlich nochmal tanken. PPOV macht gerade hier den DBS voll. Auf jeden Fall sind die Tankpreise hier sympathischer als in Deutschland. Frank the Tank da hinten. Und ich warte hier gerade im GT8, denn ich habe auf der linken Seite meinen Tankdeckel. Und da ist noch gerade ein LKW vor mir. Aber das heißt, gleich können wir tanken fahren, was interessant ist. Eigentlich war ich hier immer super plus, was da auch noch ist. Und da auch, aber ganz viel in Frankreich wird jetzt ganz viel E85 gemacht. Also kein normales super plus mehr. Und deswegen muss ich etwas warten. Weiter geht's, voll getankt einmal. Ist überraschend, der GT8 hat echt einen kleinen Tank. Also ich habe jetzt, was waren das, 45 Liter etwa reinbekommen. Aber gut, fang an. Oh ja, und wir haben einen vollen Tank. Perfekt. Wir sind jetzt angekommen beim Nicky Beach. Hatte gerade noch schnell die Kamerasachen weg. Hier ist noch der DBS. Hier haben wir noch einen Porsche. Auch alles andere, echt coole Autos. Hey, how are you? You're good. Always. Der Typ ist auch mega korrekt. Der parkt immer die ganzen Autos. Und hier voll Carbon, also Folie. Noch ein Gallardo und der DBS. Aber wir gehen jetzt da rein und essen was. So, jetzt sind wir angekommen im Nicky Beach. The most important guy here is this guy. Yeah. He's looking after the cars always. It's perfect. Today is not too busy. Du weißt schon, dass du jetzt wieder Deutsch reden kannst. Ah ja, richtig, ja, sorry. No keys? No keys? The key is there. He has the keys. Ja. Yeah. Okay, so. Wir werden dann erstmal reingehen. Bis dann, ciao. Also zum Essen ist das schon immer wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Um DJ Booth, Pool und das ganze andere Zeug. Hier sind wir im Nicky Beach. Wie gesagt, dass ihr einmal alles so ein bisschen sehen könnt. Hier hinten ist so Liegen Area. Hier haben wir einen Tippi, wenn man schlafen gehen möchte, weißt du. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir wirklich nach hinten durchgehen können, weil da liegen natürlich Leute im Bikini, Badehose und so. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber hier haben wir auf jeden Fall das Meer schon mal. Ganz, ganz toll ist das. So, der DBS kommt raus. Wir fahren jetzt nämlich. Und ja, wir standen nicht lange hier, aber schaut euch mal die ganzen Pollen an. Vor allem, ich bin Allergiker. Patrick auch, eigentlich wir alle. Das wird lustig, oder Patrick? Schon bereit zum nächsten? Ich merke es am Hals gerade. Du? Ich habe noch nichts, also... Bist du cool, ey. Hello, hello aus dem GT8. Jetzt fahren wir zur nächsten Location, stehen leider im Stau. Frank ist aber hinter mir und vor dem weißen Peugeot ist auch der DBS. Aber ich muss schon sagen, Stau mag der GT8 nicht so gerne. Dafür ist das Auto auch wirklich nicht gebaut. Aber allgemein die Instrument Cluster hier. Es ist halt classy, man muss drauf stehen. Aber ich habe mich so abnormal brutal in das Auto hier verliebt. Da, also, ich will es eigentlich gar nicht sagen, denn mit Sicherheit wird noch irgendwas anderes kommen, was ich genauso sehe. Aber aktuell, glaube ich, ist das mein Favorite aus der Collection. Weil es ist einfach ein pures Driver's Car. Und genau das ist das, was in der aktuellen Zeit einfach fehlt, finde ich. Und das ist nochmal sowas Echtes, einfach ein Sauger V8. Wer hat noch einen Sauger V8, außer vielleicht die Amis? Aber sonst gar nicht mehr. Und deswegen ist sowas einfach so wunderschön zu haben. Und klar, das Navi ist von 1920 gefühlt und die Rückfahrkamera kann man gefühlt gar nicht benutzen.
Aber das ist egal, denn bei dem Auto dreht sich alles um Sound und einfach um die Emotionen, die man hat beim Fahren. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, wir haben hier den günstigeren Valley Key drin, das Ding, was komplett aus Plastik ist, also eigentlich der alte Volvo-Schlüssel, weil wir den ja bei Elite-Rap hatten und so. Und jetzt auch, wenn wir so viel unterwegs sind, wollen wir nicht, dass er runterfällt. Also sobald wir zurück sind in der Cave, werden wir den logischerweise austauschen, denn eigentlich fällt so ein Schlüssel ja nie runter, aber wenn, tut es damit halt echt extremst weh. Aber gut, wie gesagt, was passiert denn heute noch? Wir fahren jetzt zur nächsten Location und wir werden bis zum Sonnenuntergang unterwegs sein auf jeden Fall, dass wir wirklich noch schöne Szenen von diesen beiden Aston Martins machen können. Jetzt haben wir es auch endlich zu der nächsten Location geschafft. Wir hatten nur Stau eigentlich. Spaß gemacht im Frank der Stau? Ja. Achso, nee, der Stau nicht. Über die Straßen. Den schön, ja, oder? Vom Fahren. Soll ich das tun? Uns begebt. Ja. Okay, warte, ich muss kurz Kamera wechseln. Hier haben wir jetzt unseren aktuellen Anblick. Mantis GT8 und DBS. Hier schön in der Nähe von Thieu-sur-Mer. Sind wir ein bisschen unterwegs. Oh, und da ist ein kleiner süßes Wuffilein. Ist ein Wuffilein. Was hast du jetzt? Also, wir gehen mal hier nach vorne hin. Dann können wir euch nämlich mal die schöne Aussicht zeigen. Jetzt ohne den Bleimer da. Aber sonst ist das hier halt echt wunderschön. Geh da gleich mal mit euch hoch. Da kommt Patrick auf jeden Fall richtig sportlich nach oben. Und jetzt sind wir hier. Hier oben drauf. Mal gucken. Da vorne ist eine kleine Feuerstelle. Oder eine Höhle. Patrick, was ist das? Ist da eine Feuerstelle oder eine Mini-Höhle? Feuerstelle. Ist eine Feuerstelle? Dann wissen wir, wo wir heute Abend schlafen können. Ja. Geil. Mit Küssen. Also wir werden jetzt weiterfahren, dass hier leider zu voll ist für Bilder. Aber gut, gibt Schlimmeres als GT8 zu fahren. Also ich würde mal sagen, dass wir jetzt eine ziemlich geile Location haben. Also jetzt gerade seht ihr, wie gesagt, nur den GT8, der hier steht. Der übrigens gerne Blätter isst. Und da hat er echt Bock drauf, ein kleiner Veganer. Aber, tada, hier steht jetzt der DBS. Auf dem Heli-Landeplatz in Cannes, direkt am Wasser. Jetzt ist auch einmal kurz der GT8 dran bei diesem wunderschönen Licht. Man kann sagen, was man will. So sieht das schon wirklich mega geil aus, finde ich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es schön. Also ohne den Typen da wäre es echt gerade perfekt. Ja. Ich melde mich jetzt kurz auch nochmal, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Ein sehr langer, aber sehr geiler Tag auf jeden Fall. Nachdem wir in Cannes waren beim Heliport, habe ich mich nicht mehr gemeldet. Da wir einfach sehr viele Bilder gemacht haben, mal gucken, wie weit Patrick ist. Vielleicht können wir 1, 2 hier einblenden. Ich weiß es nicht. Aber ja, die Aston Martins, beide einfach pure Liebe. DBS habe ich logischerweise noch so in etwa gar keine Zeit drin verbracht. Aber GT8. Und GT8 ist einfach mega. Egal wo man ist, auch wenn man leise sein will, es geht nicht. Das Ding ist einfach laut, aber das macht das Ding auch genauso geil, wie es ist. Frank the Tank, müssen wir gar nichts zu sagen, einfach die Maschine himself. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen und auch ein Like. Kommentiert gerne in die Kommentare, was auch immer ihr sehen wollt. Und wir werden es hoffentlich machen, wenn es Sachen sind, die vernünftig sind. Ne? Also von dem her, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. You can keep your bitter. I'ma make a better way. Hey, hey.